Na? Du lebst ja noch. Das ist aber jetzt Ruhe. Warten Sie mal, ich muss mal kurz hier. Daneben. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Kapin. Und ich bin total blass. Nein, nee, ich stehe hier in die Flammen. Noch nicht so ernst. Sag mal, krieg Schaden? Nur, dass ich getraut. Ausprobier. Das ist ja nie schon wieder los. Wir sind doch noch ja nicht so weit. Also noch nicht mal annähernd. Ich wollte nämlich noch eine Kiste hier hinstellen. Munitionstechnischerweise. Also sehen wir schon mal, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das sollte ich mal ganz schnell mal. Dann kann ich das nämlich hier schön auffüllen. Und noch mehr auffüllen. Und ganz viel auffüllen, weil ich glaube, das werde ich wohl machen müssen. Also wenn das so weiterhin tut, werde ich wohl sehr, sehr viele Fallen, also Bolzen brauchen. Ich wollte gerade sagen, Pfeile. Ja, ja, gut. Okay. Bolzen. Bolzen wir oder bolzen wir nicht? Das ist hier die Frage. Nee, die habe ich vorne drin geschmissen. Die müssen mich jetzt nach oben und dann muss ich noch ein paar neue produzieren. Hey, cool. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Öffnet, nee, andersrum. Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine nächste oder so heißt es doch, oder? Ne? War doch irgendwie so. Ja. Dann brauche ich aber sehr, sehr viele Türen. Vor allem, ich muss mir dann immer langsam die nächste Rüstung bauen, wa? Nee, ich muss erstmal schauen, was ich dafür brauche. Alter, ich werde so viele Bolzen dafür brauchen. Sag mal, die aufwerten. Dazu brauche ich ja den Motor, dann brauche ich das hatte ich ja gesagt, ja. Und da hat es mir an Kupfer gefehlt. Wieder mal. Es wäre nämlich ganz cool, dann könnte man die nämlich mit Batterien betreiben. Und dann müsste ich nicht ständig nachladen, weil dann passen da ein paar Pfeile mehr drin. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Habe ich jetzt gerade so beschlossen? Ich glaube, das werden wir jetzt tun. Habe ich nicht noch ein paar Kabel? Zufällig in meiner Tasche? Natürlich nicht. Warum denn auch? Na gut, ich habe hier noch 1-2 Lampen. Das sollte auch möglich sein, dass ich da noch 1-2 rauspule. Schrauben wir sie ab und dann... Ich will wenigstens die Bienen aufwerten können. Dann haben wir quasi auch 6 Kupfer. Bevor ich das mache, sag mal, wie viele Batterien habe ich denn überhaupt? Nicht, dass ich das aufwerte und dann, haha, ich habe ja keine Batterien. Scherzkeks. Das wäre denn doof. Das sieht nicht gut aus. Ich hatte doch Batterien gehabt. Ah. Nicht wegschmeißen. Böse, böse, böse. 29 Stück, das reicht. Ist gar kein Problem. Und die Batterien sind ja nicht gleich alle. Also die halten schon ins Wesikündchen. Hat der jetzt alle da rausgeschossen? Hallo? Könnten Sie mal bitte da rauskommen? Hallo? Aua! Was soll denn bitte? Ich bin doch noch ja nicht so weit. Ich wollte die doch bloß rauslocken. Bist du denn narrisch? Es hat sich wohl erledigt mit Freund und Feind und so. Ich weiß, wer Feind ist. Wird er die mal töten? Ich gehe mal so lang. Ich hoffe mal nicht, dass ich sterbe gleich. Dankeschön. Danke, dass Sie mich an Leben gelassen haben. Mag ich. Ich habe da so eine Idee. Ich werde da nicht hingehen. Ich werde die bloß so rauslocken. Ist für mich gesünder. Na, kommst du? Ah, schön machst du das. So, bitte da lang schießen, ja? Oh, warte mal, ich schieße da auch mit. Dann ist die nämlich langsamer. Dann bleibt die nicht stehen und dann explodiert sie. Siehst du? So wird ein Schuh daraus. Ach so, der stand da und deswegen haben sie ihn weggenatzt. Hallo, Sie? Haha, weg da. Ich muss meinen Puppis retten. Und dann kommen sie mal ins Licht. Alter, die machen alle kaputt. War so eher die Bäume. Die hassen die Natur. Schöne Ding. Dankeschön. Für was Bäume fällen? Das erledigt sich doch von Jens alleine. Eigentlich wollte ich bloß hier an den Schrank ran. Auseinanderbauen technischerweise, weil wie gesagt, gelootet haben wir den ja schon. Aber ich muss ja nochmal rinschauen. Siehst du, der ist leer jetzt. Ach, den kannst du ja nicht auseinandernehmen. Norm. Na, ich hab gedacht, den kann ich auseinandernehmen.
So ein Kack aber hoch. Tja, das wäre ihr Preis gewesen. Holz. Na, das ist ja doof. Wenn ich jetzt hier in der Gegend bin und Zombies kommen angepäst, dann bin ich ja erste Front hier, Schusslinie und so. Point, point. Ich habe jetzt ja nicht drauf gekriegt, ob ich Kupfer gekriegt habe oder nicht. Oh, zwei Stück. Das ist saugefährlich hier zu kontrollieren, ob das da funktioniert hat oder nicht. Nee? Nee, war das? Was war denn da? Hallo hier. Junge. Das war fast ein Treffer. Meine Pfeile gehen nie so weit. Ich kann nicht so weit fliegen, das fliegt nicht. Was für ein Hannes. Muss ich so machen. Noch näher ran. Reicht das? Ich glaube, das hat gereicht. Und jetzt sollte ich verschwinden. Sie können wieder. Walten Sie Ihres Amtes. Schießen Sie schon? Schießen noch nicht. Der sieht schon sehr. Ach nee, da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, der sieht schon sehr, sehr tot aus. Oder er hat schnell seine Lust verloren. Ja, schreien die, komm her. Muss ich denn alle alleine machen? Für was habe ich denn euch? Gut, also ich gehe davon aus, dass das hier so eine Niveaugrenze ist. Also brauche ich nicht komplett Angst haben. Lubik. Hey, komm mal rüber. Geh kurz mal zur Seite. Aha. Er läuft immer noch. Er läuft immer noch. Gut, dann kann ich doch hier looten. Und das ohne Probleme. Also, außer jetzt der Zombies. Sag mal, kann ich da oben ruf? Eindeutig nein. Das ist ein eindeutiges Nein. So. Eigentlich, wie gesagt, brauche ich Kupfer. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja mal in die Nachbarschaft drin schauen. Das ist nicht öffnungsmäßig. Das ist Eisen, ne? Ich glaube, das war Eisen. Ich hab's gestern noch abgebaut. Da war es nur Eisen, also für euch gestern. Für mich für eine Stunde oder so. Ja, ich mach lieber eins, wie ihr sicher war. Sicher ist sicher, siehst du. Müsste ich eigentlich? Ja. Ja, eindeutig ja. Und dann schrauben wir das hier auseinander. Und hoffen, dass ich den geilen Scheiß da kriege. Bitte bleib da hinten. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Und? Ich krieg Yummi. Ich krieg nur den Yummi. Flummi. So, sag mal, die müsste ich doch jetzt locker leicht wegnatzen können, weil, guck mal, hier sind schon... Alter, ist hier viel Eisen. Ey, Zungfelli! Gib mal hier, diesmal sitzt so ja scharf. Siehst du, wie schnell die weg ist? Nischt kann sie. Nischt. Und ich hab mir letzten Tag... Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo ich mir gedacht hab, hohohoho! Knappe Kiste! Was für eine Verarschung. Oh, da kam nichts diesmal raus. Na dann komm mal rüber. Es ist Shibapshi-Time. Shibapshi-Shi, so wollte ich eigentlich sagen. Ist schon tot? War ja einfach. Das ist ja mal einfach. Siehst du? Man braucht bloß das richtige Werkzeug. Dann sieht man die Sache aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar der Gewinnerperspektive. Oh, da will er nichts. Du bist auch Eisen. Yes. Lass nochmal zu Ellie. Die kannst du. Na, okay. Das Apolypse bringt nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, die kannst du hier für Briefmarken nehmen zum Anlenken. Als eine automatische Anleckmaschine. Das klingt schwierig. So, das Auto nehme ich jetzt mit. Die Schnauze, das ist mir. Oh, da ist ja nichts drin. Warten Sie, ich muss erstmal macheten. Macheten oder macheten nicht?
Wie viele ist denn da? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe sie schon wieder nicht. Hä? Achso. Ich sehe ja gerade mal ein Viertel von weg. Kann ich den Mordslink abschrauben? Natürlich wahrscheinlich nicht. So, Platten, Stangen. Das war hart. Nur Platten und Stangen. Und? Nix, aber kann ich die nie... Ach, die kann ich auch nie auseinandernehmen. Grausame Welt. Oh, hier war ich auch schon drinne. Was, wo? Komm ins Licht. Ups. Komm an hier ran. Los. Nee. Nee, jetzt bin ich dran. Du hast zu lange gewartet. Oh, die 7 bitte. Ich hoffe, dass ich das jetzt zusammenkriege, was ich haben will. Ping, pong, pong. Und? Und? Ja, Siggi. Nice. Da hinten ist eine Sau. Die Sau. Hört mir. Die müssen wir kriegen. Nee, warten Sie mal. Ich schleiche mir mal kurz an den vorbei. Tue jedenfalls so. Ey, du Sau. Mal kurz dahinter. Ha. Oh. Warten Sie mal kurz. Ich habe da ein Scharmetzel mit einer Sau. Sag mal, kann ich die nicht hoch so killen? Nee. Warten Sie doch mal. Wir waren noch nicht fertig mit der Diskussion. Ja, siehst du, jetzt treffe ich so ja zweimal. Hey, die nächste Aufwertung. Krass. Bin zwar fast tot, aber es hat sich hier gelohnt. Vor allen Dingen schon für das Fleisch. Oder hinten war ein Fuchs. Komm her. Der Fuchs teufelswild. Alter, was haben die denn für Nervensystem? Ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Ich falle erstmal um. Ja, gut. Flop. Mann, 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 Mann. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich muss auf jeden Fall mit. Das Fleisch muss... Ja, hallo? Hab ich hier irgendwo Kraut? Ja, Kraut und Rüben. Sakrament. Warten Sie mal, ich esse das auf, weil ich brauche ja eh die Lebensenergie. Spüre sie schon. Ich würde mal sagen, ich habe alle zusammen. 3, 5. Jo. Ich nehme jetzt noch die Lampen mit, dann ab nach Hause. Die ganze Show so aufwerten. Und das noch mitnehmen. Dann kann ich mir noch eins wie Patrönchen machen. Wenn nicht, dann... Ja, dann ist ihm halt Pfeil- und Bogenteilen. Und technischerweise ist ja erst die 5. Was soll denn da passieren? Wir haben kein Inventar. Seh uns mal was Neues. Also, kein Platz, meinte ich. Jetzt habe ich wieder Platz. Sag mal... Ach nee, das habe ich ja schon. Ich wollte gerade sagen, das ist doch besser als das, was ich jetzt habe. Nee, das ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Ich hab nichts. Achso, jetzt muss ich ja... Ich glaube... Nee, Kruzifix. Braucht er doch Kabel dafür. Für die Motoren braucht die Kabel. Nee, doch nicht. Upsi. Mein Fehler. So. Armbad. Stecker braucht man auch. Siehst du, braucht er ja nicht herstellen. Ist alle da. Das ist genauso geplant gewesen. So. Oh, weg hier. Alter. Außenstand. Erstmal zack, bums. Warten Sie mal, ich nehme sie mal kurz hier raus. Steht überhaupt die Möglichkeit, dass ich sie rausnehme? Ich glaube, ich muss erstmal hier Platz machen, dass ich überhaupt was rausnehmen kann. Ich traue die nicht. Erstmal schießen die auf mich. Und zweitens habe ich die Befürchtung, dass wenn ich das aufwerte, dass die Munition weg ist. Das möchte ich nicht riskieren. Achso, die brauche ich auch noch. Ich brauche noch Transistoren. So, pass auf, und jetzt brauche ich die Metallfragmente. Ich kann die ja nicht herstellen. Warum kann ich die nicht herstellen? Habe ich das etwa noch nicht gelernt? Doch, da. Da sind sie doch. Sag jetzt nicht, ich muss den Tisch aufwerten. Dann werde ich aber
Fuchsteufelswild. Wo sind denn die? Das ist eine Stufe weiter, wa? Und was brauche ich dafür? Leiterplatten? Ah, oh, ich brauche einen Motor dafür. Ist ja richtig geil. Ich hasse das. Das ist doch wieder ein abgekapertes Spiel. Der Roger ribbelt. Ich weiß nicht, wieso das ist. Fix. So, da sind sie. 6 Stück. Gut, dann werde ich das mal schnell auf. Dann muss ich mir nochmal eben Motor nachbauen und wehe. Das ist jetzt nicht das, was ich gedacht habe. Da ist es. Da hammert. So, jetzt reicht das aber, will er nicht. Weil Motoren. Ne? Lass mich raten. Ja, ich hatte Villa so was von recht. Ich hasse das. Ich brauche einen Stein. Aber dann kann ich 2 Sachen aufwerten. Dann müsste ich alles haben. Ich gehe einfach hier hoch. Bandite. Ach, der Fuchs. Bitte lassen Sie das. So, eigentlich könnte ich ja... Wenn ich den Stein weggemacht habe, werde ich erstmal aufleveln. Das Schlimme ist jetzt, werde ich auch nicht mitkriegen, wenn sich was von hinten anschleichen tut, ne? Also, ist ja nichts drin. Wo habe ich jetzt? Ich glaube nicht, dass ich Kupfer bekommen habe, ne? Sieht nicht danach aus. Ne? Ich würde sagen, nein. Ein fettes Nein. Oh. Aber gut. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Versuche. Ich hab den Hasen ja nie gesehen. Der ist so traurig. Dieses olle Hotte. Der darf liegen bleiben. Siehst du, der feucht mir hoch. Der mag es nicht so eingesperrt. Deswegen lasse ich den frei laufen. Und? Na? Schwefel. So ein Schwafel aber hoch, will er. Jetzt waren 2 Möglichkeiten. 2-mal nischt. Das ist, schlecht. Ich steige auf. Auf? Hey! 2 Zeller. Also. Erst einer und dann 2. Und den kratzt der Popis. Das machen Hunde hoch. Oder er wurde hinten tiefer gelegt. Das kannst du... ja, gut. Ich brauche ja nur ein paar. Und der Krieg einfach nicht. Und wehe, da oben ist ein Bär. Den renne ich und schreie. Ist bloß noch nie in welcher Reihenfolge. Und schon wieder, ich versuche über den Monitor so in gestreckten Halt zu machen. Das funktioniert so nicht. Auf jeden Fall ist hier schon mal mehr Eisen. Mach doch mal weg. Und? Yes. Yes, we can. Sollte hier auch alle mitnehmen, was geht. Gib mal, da hinten ist die Wüste und da ist eine Satellitenschüssel. Da hinten. Sehr, sehr gefährlich und, ich glaube, da bräuchte man, also wüstermäßig, da denke ich immer an sehr, sehr viel Wasserverbrauch. Aber haben wir ja nicht. Wo geht das nicht? Ich will das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Schön, dass ich die ganze Zeit, also heute schon wieder bloß rumrenne und hier Steine verprügel. Aber wie gesagt, Lena muss es ja machen. So, jetzt habe ich natürlich wieder... Ach, nein, ich wollte das doch ja nicht essen. Ich wollte das doch wegschmeißen. Ich habe doch die gedrückt. Ach Mann.
Wenn jetzt ein Bär kommt, ich bin doch... Ja, gut, ich bin so oder so denn tot. Verdammt. Verdammte Axt. Ich krieg nur Eisen. Was ist denn hier los? Zwei Kupfer hab ich erst. Was soll denn das da? Ist ja Schiebung, ist das da? Da müsste ich auch nochmal kicken. Das eine ist für mich Stein. Sag mal, ist das vielleicht mehr Kupfer? Experiment. Incoming. Ich weiß, dass ich damals am Wasser so was gab. Loops. Nee, das sind bloß rollende Steine. Quasi Rolling Stones. Hat bestimmt noch keiner gemacht. Na gut, dann gehe ich erstmal runter, schmelze das ein und mache daraus erstmal Verbesserungen. Da bitte jetzt hier nicht runterpurzeln. Pass auf gleich. Wah! Da kommt ein Karbin. Kommt ein Karbin gerollt. Über den Fuß. Nicht rennen. Also rennen ja, aber Intervalle. Du hast nicht. Lass das bitte. Bin ein bisschen angespannt. Also, ich hab nämlich nicht, also, wie man erzählt, ihr seid die ganze Zeit dabei. Live dabei. So, da bin ich auch wieder. Und die Geier, die kreisen. Das ist mir aber total egal. So. Inschmelzen. Da. Erstmal so. Drei Stück. Den Rest, wenn was übrig bleiben sollte, mache ich Munition. Oh, was war denn jetzt? Jetzt brauchte ich ja Stecker, war das, ne? Ein Stecker brauchte ich noch. Es war noch ein Stecker. Klingt zwar lecker, aber ist es nicht. Ach nee, ich brauche jetzt bloß noch hier. Schnürchen. Schnürchen habe ich doch. Hat die nie mit rausgenommen? Was, muss ich gleich mal mit rausnehmen? Also doch. Das hat gefehlt. Daran hat's gefehlt. Jetzt nicht mehr. So. Ist aufgewertet. Ich stelle jetzt erstmal Munition her. Standardmäßig und das können wir dann oben rinknallen und dann ist es gut. Knut. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt erstmal die Batterien drin. Ich muss nämlich erstmal gegen hier liegen, nachladen von Batterien und so, ne? Also. Ach nee, die. Die brauchten Strom schon so, ne? Ich glaube, die haben schon so Strom gebraucht. Ich glaube, das war eine Dummheit. Oh ja. Das war eine Dummheit. Ich musste mal schnell korrigieren. Wir haben noch Zeit. Das geht ja so ja nicht. Stimmt ja, das war ja mit Strom. Die unteren Pfeilen waren mit Batterien. Ha, zum Glück habe ich das noch rechtzeitig mitbekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Ist das richtig? Ja. Wir haben ja das Material denn für das nächste Mal. Das habe ich ganz vergessen. Sheet. Na, das wären böse Wachen geworden, das sage ich euch. Okay, dann stellen wir die nochmal hin. Kann ich eigentlich so ja schon drei hinstellen. Uno. Dos. Das wird nix. Das wird doch was. Ich brauche bloß das Leder. Planänderung. Ab jetzt stehen da oben drei. Ich habe zwar nicht die Munition dazu, aber das ist bloß eine Frage der Zeit. Und das wird dann später noch ein bisschen so verteilt. Von links nach rechts. Von rechts nach links. So wie es sein muss. Oh. Ich habe doch gesagt. Die nächste Horde, die wird ein Kinderspiel. Was für wem? So, da bin ich auch wieder. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Ich habe nämlich versucht, schon ein paar Sachen umzustellen. Ey, das war eine dumme Idee. Ich habe jetzt hier schon mal Sachen hier hin umgebaut. Und habe die Spikes hier hingesetzt. Wenn du jetzt hier eh mal einen falschen Schritt machen tust, einen Rückwärtsschritt zum Beispiel, dann hast du ein Problem. Ich wollte erstmal gucken, ob das hier oben aufpassen tut. Ich sag mal so, tut's nicht. Aber ist nicht so. Ach, die Steine. Jetzt habe ich die Steine vergessen.
Auch kein Problem. Haben wir hier gesehen. Und da muss ich ganz schnell hoch. Ich muss die noch laden. Halt. Waren sie doch. Ganz vorsichtig. Das war keine perfekte Lösung. Ihr sagt, ich muss ja auch dann noch hier weitermachen. Also weitermachen. Die Show so werten. Aber wenigstens die Schmerz habe ich hier oben. Damit hängtet und fältet. Und das war ja eigentlich die Waffendings, ne? Genau. So, warten Sie mal kurz. Ich werde schon mal oben ein paar Sachen rinschmeißen. Bevor die auftauchen. Hat der nicht mit uns gerechnet oder was? Oder wie? Nimmt er uns nicht ernst? Übrigens, er hat begonnen. Es geht schon los. Das Ding ballert jetzt schon los. Ich habe gedacht, die sind nur 1-2 Meter entfernt. Na, so was wohl nicht geplant. Und bitte schießen Sie in die richtige Richtung. Es wäre nett. Wo schießen? Wo schießen Sie hin? Da schießen Sie hin. Gut. So. Munition, wie gesagt. Erstmal wenig, aber davon hier sehr, sehr viel. Ihr sagtet, versuche ich ja zu kompensieren mit sowas. Mehr ist ihm halt besser. Oh ja, nicht schießen, bis die hier unten ist. Ja, wenn die Trefferquote bloß ein bisschen besser wäre, das wäre ja schon nicht verkehrt. Das wäre cool. Nein, daneben. Nur weil du deinen Arm verloren hast, heißt nicht, dass du bei auf mich sauer sein solltest. Das ist schließlich deine Dummheit. Hallo. Na? Du lebst ja noch. Das ist aber jetzt hoch. Warten Sie mal, ich muss mal kurz hier. Daneben. Das ist schon eine Sauerei. So, was hat mir das gekostet? Alter Falter, das ist ja wieder mal. Ich bin ja schon mal in die Geberlaune. Bitte, genau, schießen Sie richtig, ne? Ich kann auch in der Knie gehen, wenn Ihnen gefällt. So bin ich besser, wa? Das ist für mich gesünder. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier so einfach mal so rinhalten kann und dann sind sie tot. So war der Plan. Sagen Sie mal, ich habe hier, ich habe noch. Was habe ich denn noch an Esther? Aus diesem Grund übrigens habe ich das hier oben auch hingestellt, ne? Also, was ich denn, wenn es so weit ist, hoch. Da. Mit 19 Stück. Nachreparieren kann. Schön ist, die können ihn nach unten schieben. Sag ich jetzt erstmal so. Wo sind die denn? Ach, von da kommen die. Gut, dann geht mal kurz hier hinter, was? Mittendrin stand nur dabei und tot ist ja. Ist es mir einerlei. Ich hätte mal vorne machen sollen. Da ist er weg. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt machen, noch nicht. Wer explodiert? Habe ich dir das erlaubt? Hey, das ist ein. Tirol! Genau. Aber die Trefferquote ist schon miserabel. Möchte ich bloß mal erwähnt haben, ne? Also, ich habe so im Kopf, dass sie schon mal besser getroffen haben. Gut. Nicht wahrscheinlich, dass ich es nicht bin. Weil dann würden sie treffen. Ich hab das gesehen. Die wollten in meine Richtung. Nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Warte mal, das brauche ich auch noch nicht reparieren. Das auch noch nicht. Ja, das auch noch nicht. Ja, das ist ja nichts, ist das. Da rollt gerade ein Arm oder ein Bein. Das kann ich von hier aus nie erkennen. Ich will da auch nie rumkrauchen. Weil, wie gesagt, saugefährlich. Saugefährlich. Nicht nur für Zombies, auch für mich. Wollte das einsammeln.
Perfekt. Die kann auch Mausrad drehen. Oh, kommt her! Warten Sie mal. Ich versuche mal hier so ein bisschen ein, zwei Schüsse darin zu sammeln, dass das aussehen tut, als er hoch war. Ich gehe mal davon aus, der Tod ging auf meine. Oder ich habe einfach bloß in der richtigen Zeit geschossen. Ich komme ja nicht so weit mit meiner Feine. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade was getroffen. Ich lasse es sein. Wie steht denn jetzt da? Eigentlich könnte ich jetzt Hasen wegmachen, wenn wir da wären. Alter, was ist denn hier los? Dauerfeuer oder was? Die sterben sehr schnell, wa? Oh, hust, hust. Ich bleib jetzt hier oben. Hier oben scheint es sehr, sehr sicher zu sein, weil die müssen ja erstmal hier hochkommen. Ich sollte nie so laut sagen, wa? Ups, Entschuldigung, ich wollte bloß was schnell trinken. Nanu, was nun los? Könnten Sie sich beeilen? Ob da heute neue mit bei sind? Ich glaube nicht, wa? Ich gehe wieder runter. Mit Machete bewaffnet. Sehr, sehr gut. Naja, sieh da. Sei ja nicht so kompliziert. Eine Spur aus Tod. Tod und Verderben. Alter, die machen die ganzen Bäume weg. Ich brauch die bloß später einsammeln. Wie geil ist denn das? Lauf und zu Traffic hochgehen. Und halt die da durch hoch. Und dann kriegen sie ihn auf der 12 und dann ist das hoch für mich. Oh oh. Gehen Sie mal bitte ein Stück weiter nach hinten. Sag mal wohl. Ich hab doch jetzt die 5 gedrückt, ja. Bin ich mir fast sicher. Ha! Jeder Schuss ein Treffer. Na, zwar nicht von mir, aber gut. Da wollen wir mal nicht so widerwisch sein. Wo sind die denn? Oh! Ich geh mal wieder ein Stück. Safety. Oh, da ist ja. Ist ja wieder Rindstoppzeit. Ja, ja. Gut, die, sind schon kleine Schlucker. Aber gut. Der Unterschied, ich lebe noch, die nicht. Und da hier Pfeile waren, habe ich denn doch vorhin welche getroffen. Sollte man nie denken. Haha. Die bringen jetzt quasi, wenn sie bis hierher kommen, die Pfeile wieder zurück. Es ist sehr, sehr einfach. Gut, ich habe es auch auf einfach zu stehen. Also nicht auf easy, sondern auf normal. Ich glaube, für normal ist es zu einfach. Und ich höre schon wieder Vögel zwischen. Ist es schon wieder soweit? Na gut, wenn die von vorne kommen. Also, mein Zwang sagt, geh hin. Geh hin und hol dir den Loot. Aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Hier, kommt. Hier, warten Sie mal, machen wir mal so hier. Nee, 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 nee. Oh, es kommen aber sehr, sehr viele. Ich stelle mich ganz mutig. Der Situation. So kann ich eigentlich noch. Ein bisschen geht noch. Doch sind sie mir noch nicht zu nah. Ist ein Kotzer. Der muss weg. Jetzt wird es Zeit zum Verschwinden. Ich spürte den Hauch einer nahenden Vernichtung. Ups. Das war so geplant. Ich renne auch noch wieder zurück in die Schussrichtung.
Das ist nicht dein Ernst. Oh, na gut, dann kommen sie mal. Ich hab grad geschossen, du Penner. Hä? Wie ist denn der da oben hingekommen? Ist der da gespawnt oder was? Ups. Upside down. Das war knapp. Wie ist denn der da oben hingekommen? Ist der da hochgesprungen oder wie oder was? Ist der gespawnt? Das ist aber komisch. Und ihr Ferkel, jetzt könnt ihr euch mal ein Zimmer nehmen oder so. Ich weiß nicht. So. Reparierenderweise kann man mal machen. Ist immer noch nicht alles. Da ist noch Musik da. Ich sehe aber nichts. Ich sehe nichts. Oder schießt ihr einfach nicht, weil ihr keine Munition mehr habt? Ach, für einen Kumpel, ich pass nochmal nach. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Nee, da ist noch was drin. Ich glaube, die Bäume sind jetzt zum Endgefecht. Endgefecht. Ja. Das Gefecht des Endes. Klingt doch nicht besser. Wo sind die denn? Na gut. Dann sammle ich mal die paar Säcke auf. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Oha. Da ist ein Feuerteufel. Die kommen heute schon. Die Kackasse. Ich hab's gewusst. Also, ich hab's nicht gewusst, aber ich hätte mir nicht jetzt erhofft, dass die jetzt schon kommen. Na gut, man lernt nie aus, wa? Oh, halt mal deine Klappe. Und sterb mal eine Runde. Nicht Icke. Er. Daneben. Icke nicht. Da kommen da Feuerteufelze. Zum Glück habe ich alt feuerfest gemacht. Das war so eine kleine Vorahnung. Du hast aber den Kopf. Du hast nichts im Kopf. Verhandelte. Ich versinke meine Arbeit oder meine Base. Hey, wir haben die Horde geschafft. War ja einfach. Ich kann looten. Ja, hatten wir heute die ersten Feuerteufel, aber die sind auch nicht weit gekommen. So war der Plan. Also, es hat gefunkselt, also waren nicht Feuerteufel. Aber immer noch kein spezieller Loot. Und hat es immer extra Airdrops und so. Das ist ja doof. Vielleicht kommt das noch. Alter, weiter. Ich deute da. Alter, hier ist ein Sammelsurium an Loot. Das gefällt mir. Schön. Und ich muss nicht so weit laufen, um aufzuräumen. Geht doch. Besser geht's nicht. Jo, das heißt, die leer machen. Nicht, dass wir nach Hause kommen und dann zack, bumst, wäre ich erstmal eine Kugel geschenkt kriegen. Das wäre doof. Dann müssen wir das noch ein bisschen ausbauen, dann kommt das nach oben. Das soll ja nicht so schlecht gelaufen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Wir sehen uns morgen wieder, dann werden wir mal so langsam so in der Richtung Stadt gehen. Bei uns die Gegend ein bisschen anschauen und gucken, was wir da rauskriegen. Dazu muss ich erstmal hier mein Inventar leer machen. So wenigstens ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.